Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg Zockt. So, ich weiß nicht, ob man es ein bisschen hört, aber ich bin leicht erkältet. Ich hoffe mal, das stört jetzt nicht weiter. Also, vielleicht versagt mir mal die Stimme, vielleicht muss ich mal husten, würde ich aber rausschneiden dann. Ist nichts Schlimmes, ist halt einfach, ja, wahrscheinlich dem Winter geschuldet. Aber schön, ich bin jetzt wieder bei meinen Züglein und bin zufrieden. Jetzt muss ich aber doch noch schnell sagen, ich habe mich ein bisschen gewundert über einen Kommentar, nämlich: Heisi, was erwartest du, wenn du die Wintermod aktivierst? Ist doch klar, dass die Bäume, die bereits gesetzt sind, grün bleiben. Ja nö, warum denn? Also, schaut mal, wenn ich Bäume setze, ist klar. Also das ist schon logisch, dann sind die jetzt schneebedeckt. Hier, diesen. Aber, schaut mal, der Boden ist auch weiß. Das ist eine Textur, die umgewandelt wird. Statt Wiese ist es weiß. Ja, warum kann man denn nicht statt Bäume in grün auch Bäume in weiß machen? Ist ja auch nur eine Textur. Also das müsste doch gehen. Wenn die Mod alles umwandelt hier in weiß, dann müssen doch die Bäume auch dabei sein. Das war meine Verwunderung. Also ich finde da nichts logisch dran, dass man eine Wintermod aktiviert, den Boden dann weiß hat und die Bäume grün. Und eben, das habe ich schon gesagt, jetzt hier überall die Bäume abreißen und neu setzen, finde ich halt auch nicht wirklich so sinnig, muss ich gestehen. Also von daher, aber gut. Dies dazu. Wir haben eine neue Strecke gemacht hier von Radeland nach Barfelden, Regio-Ding. Gemacht ist übertrieben, hier eine Zufahrt in die Gleise rein, die wir schon haben, und dann hier vorne in den Bahnhof rein. Jetzt haben wir, wenn ich mich richtig erinnere, weder den Zug noch die Linie. Können wir schnell gucken? Nö, hier ist nichts in die andere Richtung. Also, dann brauchen wir eine neue Linie. Das wäre von hier nach Barfeld. Kein großer Sprung. Hier rein, und dann schauen wir mal, was diese Linie hier so anstellt. Ja, das gefällt mir schon mal nicht vom Gleis her, das kann ich euch auch gleich zeigen. Hier vorne wird es egal sein, das Ganze ist zudem eingleisig, müssen wir auch nochmal kurz schauen. Ja, hier haben wir gesagt, ist egal. Ja, ist tatsächlich egal, okay, machen wir den wieder. Warum sind wir hier denn eingleisig, sagen sie mal, hier fehlt eine Weiche. Mhm, ich sehe es. So, also einmal kurz ein Gleis nehmen, den hier tätigen. Und dann aber das Signal natürlich entsprechend anpassen. Ja, das wäre dann hier. Und dann wäre das hier obsolet. Einmal flüchten, dankeschön. So, also zweigleisig haben wir es. Durchgehend? Jawohl, durchgehend. Was wollte ich jetzt genau da hinten noch gucken? Wie sieht es hier aus mit der Bahnsteigbelegung? Weil das ist, glaube ich, nicht ideal. Mal gucken. Ja, hier ein Gleis. Hier hätten wir ein bisschen mehr Platz. Kommt er da rüber? Ja, das ist dann die Frage. Moment, machen wir mal wieder nur noch dich. Das wäre das dritte Gleis dort. Das hier wäre es. Doch, der kann doch hier raus, hier rüber. Und dann kommt er hier ins vierte rein. Ne, geht eben nicht. Das ist aktiviert. Kriege ich hier noch eine kleine Weiche hin? Wir gucken mal. Ah, schade. Ich dachte so, vielleicht auf den letzten Zwick. Dass es gerade noch geht. Nee, so kommen wir da nicht rüber. Dann müssen wir hier früher rüber. Wenn wir es so machen, dann müsst ihr da reinkommen. Dann müssen wir nochmal schnell gucken. Dann brauchen wir hier nochmal... Ja. Brauchen wir hier nochmal ein Signal? Es würde nicht schaden, sonst stehen sie hier hinten dann. Ja, ich mache hier mal noch ein Signal hin. Das war hier vor der Weiche. Ach, da haben wir eh eine X-Weiche. Da kommt er ja eh schon früher rüber. Dann ist das eigentlich eh obsolet, was ich gerade gemacht habe. Ja gut, dann machen wir hier einfach mal die Linie rüber. Terminals, die Linie 1 müsste in die 4. Ja, geht problemlos, keine Fehlermeldung. Also ich hätte mir das Gleis da sparen können. Aber dann muss ich sagen, schon lieber auch einmal zu viel, also einmal zu wenig was gebaut. Ja, ja, jetzt geht's, jetzt kommt er da sowieso rüber und nutzt hier die X-Weiche. Das ist perfekt. Gut, dann haben wir das. Beschriften müssten wir die Linie noch. Das wäre Linie 1, haben wir gesagt. Das ist direkt. Wir haben jetzt diese Linien immer direkt genannt. Warum, weiß ich auch nicht. Und zwar von Barfeld nach... Ach, wie heißt das neue Städtchen? Barfeld. Moment, wenn ich mich drehe, müsste ich sehen. Ich weiß es ungefähr. Radeland. Ich habe immer irgendwie Radefeld im Kopf. Ich weiß auch nicht. Also, Radeland. Kann man sich ja nicht merken. Irgendwie Zauberland, Radeland, das passt ja dann auch wieder zu Weihnachten. Also, haben wir. Jetzt ein Zug, ein Depot haben wir hier hinten, das weiß ich. Jawohl, das hier, das führt uns auch in unser Gleis rein. Ja, ja, problemlos. Gut, für so eine kurze Strecke, ja, würde ich sagen, wir schauen mal schnell. Wir haben, glaube ich,
Das Stinktier haben wir. Was haben wir denn von den Zügen hier irgendwie noch nicht? Ich lasse das mal bei alle. Dann sehen wir hier tatsächlich eben alle. Ja, haben wir. Was ist das hier? Haben wir, glaube ich, nicht. RBE 540. Das würde doch hervorragend passen. Warum weit suchen, wenn man etwas so schnell findet? Gleich mal in Vierfachtraktion, 100 Meter, haben wir eine Kapazität von 60. Wird wahrscheinlich dicke nicht reichen, weil das sind Nachbarstädte. Dann haben wir 125. Ja gut, die bleiben natürlich. Wir haben 125 Meter bei 75 Kapazität, machen wir. Kaufen, und das wäre dann, wenn wir ein bisschen rausgehen, direkt Barfeld-Radeland. Sehr schön, gleich mal gucken, wer hier kommt. Ja, wie meistens, im Idealfall der Zug, den wir gekauft haben. Ja, der ist mit Sicherheit cool. Ich bilde mir ein, ich kenne den von früheren Staffeln. Jawohl, das ist schon mal ein vernünftiges Horn. Jetzt bitte nicht schreiben, der fährt schon in Wien. Ich sehe es kaum. Ah, der alte SBB-Ding. Deswegen kommt mir das Ding auch bekannt vor. Der fuhr wahrscheinlich auch schon mal hier in der Gegend rum. Da bin ich jetzt fast hundertprozentig sicher. Ja, ist doch cool. Und das in Vierfachtraktion natürlich sowieso. Wir werden den... Ne, den werden wir nicht drehen. Guck mal, der fährt ja sowieso richtig in sein Gleis rein. Schönes Teil, gefällt mir. Hast du eine Cam? Jawohl, sehr gut. Wir hatten jetzt nicht mehr viele Züge, die tatsächlich irgendwie keine Cam hatten. Beziehungsweise wo mir das Spiel dann abgestürzt ist. Sehr schön. Ja, so ein richtiges Zugsignal halt. Wunderbar. Wie sieht der Führerstand aus? Können wir uns schenken, das sehe ich von Weitem. Und das hier ist auch eher die Holzklasse. Ja gut, dann. Einmal hier rauf. Und einmal hier runter. Ich werde mir den Zug aber, ja jetzt sogar, noch mal im Ganzen ansehen. Einfach weil es ein sehr schönes Teil ist, wie ich finde. Mal gucken, ob jemand schon einsteigt. Bei der anderen Linie in die andere Richtung hatten wir, dass die erste Fahrt leer war. Dafür, als wir dann nachher geguckt haben, hatten wir schon eine Überbelegung am Bahnhof mit irgendwie 80 Leuten. Können wir uns ja auch gleich nochmal ansehen. Kollege, wo fährst du hin? Moment. Was macht der denn? Hä? Wo sind wir denn hier? Wir sind doch in Radeland. Das ist doch die falsche Richtung. Guck mal. Ist der da nicht in sein Gleis reingekommen? Wenn er hier rüber geht? Nee, der... Doch. Von hier aus... Hätte er doch hier lang gekonnt, oder haben wir das nicht aktiviert? Oh, okay. Alles klar. Ja gut, dann drehen wir dich einfach nochmal. Kommst du dann in dein Gleis? Das ist eigentlich egal. Er muss hier einfach dann irgendwie hier raufkommen. Das ist dann aber auch noch fraglich, ob er das kann. Was passiert? Wir lassen mal laufen. Also fahren tut er. Ja, der wäre jetzt einfach irgendwie außen rum gefahren wahrscheinlich. Hier stehen doch Leute, die stehen doch für uns. Nee, das ist eine andere Linie. Hat der eine gewisse Alterung? Ein bisschen schon, aber er rostet nicht. Zumindest jetzt noch nicht. Das wäre schade. Ich mag dieses Rosten tatsächlich nicht bei Transportfieber 2. Finde ich unschön. Na, jemand rein? Ja, nee, die... Doch, einer. Okay, einer erbarmt sich. Jetzt fährt er doch schon wieder in die falsche Richtung. Er kommt da nicht auf sein Gleis. Okay, wir machen schnell Stopp. Und gucken mal, wenn er hier lang fährt... ja, halt ein Gleis. Machen. So, Gleise. So, musste gerade husten, werde ich rausschneiden, Entschuldigung. Na, ja, das geht doch. Jetzt müsste eigentlich funktionieren. Jetzt kommt er doch von da und kommt hier rüber. Muss ich die nochmal drehen? Ich glaube schon, du fährst, glaube ich, immer noch falsch. Jo, einmal drehen. Und jetzt kommt er doch von hier rein, kann hier rüber. Und ist dann hier in seinem Gleis drin. So, wir versuchen es nochmal. Macht er jetzt straight ahead, da hält er nicht mehr an. Ja, jetzt geht's, glaube ich. Naja gut, man muss natürlich schon gucken, dass ein Zug auch seine Gleise hat. Sonst funktioniert es nicht. Also, wunderbar. Einmal bitte Richtung Bachfeld. Und danach werden wir hier nochmal zurück nach Radeland. Möchte noch einen Zug haben, der ein bisschen weiter wegfährt. Wir haben jetzt Direktverbindungen in die Nachbarstädte. Jetzt dürfen wir auch noch eine Linie haben, die ein bisschen weiter wegführt, finde ich. Und danach werden wir wieder was anderes machen. Oh, es gab noch eine schöne Idee. Ich glaube, die war von Christian. Nämlich den Güterverkehr ein bisschen beleben dahingehend. Wir könnten natürlich auch irgendwo abseits der Güterzentrale Sachen fertigstellen. Also keine Ahnung, irgendwie Nahrungsmittel oder so. Und diese Nahrungsmittel,
dann zur Güterzentrale fahren. Das ist natürlich tatsächlich auch eine gute Idee. Statt dass wir alles zentriert haben am Güterbahnhof mit der Fabriken etc. so übers Haben, dass wir die Sachen auch ein bisschen von außerhalb holen. Also das finde ich tatsächlich eine gute Idee, das können wir mal angehen. So, er hat freie Fahrt, wie die meisten Züge. Und fährt hier durch die schneebedeckte Landschaft, wunderschön. So, die Bäume. Ich überlege mir echt, ob ich mir nicht die Mühe mache, mal eine Nacht lang die ganzen Bäume hier auszureißen. Und die dann neu zu setzen. Aber ich meine, guck mal, wie groß die Map ist. Also es ist halt schon grenzwertig. Also da bin ich wahrscheinlich mehr als eine Nacht dran. Ich muss nochmal sagen, ich finde es schade, dass diese Mod einfach die Bäume in dem Sinne nicht aufgreift. Nicht, wenn sie schon stehen. Genau, da hupen wir da nochmal. Und jetzt geht es in den Bahnhof rein. Das machen wir dann hier so, aus der Ego-Perspektive fast schon. Einmal fröhlich rüber. Ja, nichts rüber, noch nicht. Ja, ordentlich Gleise hier in der Stadt drin. Jawohl, in unser Gleis rein. Mit einem Passagier. Da werden jetzt aber ein paar weitere zusteigen. Da kommt gerade die Unilinie noch. Die haben wir ja bereits integriert. Wow, und hier stehen Leute. Uiui, okay, sehen wir uns auch gleich nochmal an. Warum hier so viele stehen. Ich hoffe mal, die Unilinie nimmt da gleich nochmal ein paar von diesen Leuten mit. So, wie sieht das aus? Einer geht wahrscheinlich raus. Ja. Ja, immerhin Zähne. Also das wird mit Sicherheit funktionieren. Das ist klar, das sind Nachbarstädte. Sowas funktioniert immer. Definitiv. Schönes Teil, gefällt mir. Ich kenne den halt, glaube ich, wirklich tatsächlich aus der Realität. Deswegen gefällt mir dieser Zug auch. Oh, schön hier. Parallelfahrt. Ja, Moment, gehen wir mal hier hin, das möchte ich schon noch sehen. Wahrscheinlich muss jetzt einer warten, oder kommen sie beide? Ne, sie kommen beide. Ah, wie cool ist das denn? Aber dann fährt da einer auf der falschen Seite, oder nicht? Moment. Muss ich mir nochmal ansehen. Ah ne, der fährt hier weg. Ja, der fährt nach da hinten. Okay, dann fährt er schon richtig. Hier oben ist auch nochmal einer unterwegs. Ja, es wird schon langsam mit den Zügen. So wie ich es gern hätte. Gut, also das haben wir. Jetzt habe ich gesagt, ich möchte hier schnell gucken. Ja, bei der Universallinie tatsächlich wieder 200 Leute, aber wir haben dort so viele Züge drauf. Da kommt relativ schnell wieder einer von der Unilinie mit Sicherheit. Das würde ich mal so lassen. Möchte ich aber hier hinten nochmal kontrollieren. Da haben wir doch auch ein paar. Auch die Unilinie. Wow, diese Unilinie, die boomt halt schon. Also wenn ihr mal wirtschaftlich spielt und Probleme habt, ich denke, so eine Universallinie ist nicht so verkehrt. Man sieht es, das generiert Leute ohne Ende, weil da halt immer natürlich Nachbarstädte miteinander direkt verbunden sind bei einer Unilinie, das ist klar. Das kann eigentlich nur funktionieren, das ist schon richtig. Gut, wo düsen wir denn jetzt hin von Radeland aus? Wird eine Möglichkeit irgendwo ganz hier rauf? Zum Beispiel Nonmis oder wir nehmen noch eine zweite Stadt mit? Lodin zum Beispiel? Ich würde jetzt nicht nach Wien, weil das ist mir zu nah. Und von Radeland kannst du nach Barfeld und von Barfeld kannst du nach Wien. Also da muss man halt einfach auch mal umsteigen. Hierauf wird es gehen nach, was haben wir hier, Oberbösa. Da haben wir noch Hohenlepte, hier haben wir Eggenfelden. Vielleicht nach Eggenfelden rein, von Radeland aus. Ja, hier lang. Weißenturm fahren wir schon an. Das lassen wir mal aus, weil man kommt eh von Weißenturm hier hin. Wobei diese Überlegung ist sowieso doof, weil wir haben eine Unilinie. Also man kommt von überall nach überall. Von daher... Aber irgendwie, dass wir nochmal eine Strecke haben, dann nach Eggenfelden rein und dann hier rauf nach Oberbösa. Das fände ich schon mal cool. Soll ich die Strecke schon mal einzeichnen? Dann würden wir schnell sehen, ob sie bereits funktioniert. Sie wird halt wahrscheinlich hier dann wieder durch Weißenturm durchgehen. Schätze ich mal, von hier aus haben wir nichts. Könnte man natürlich noch bauen. Ja, sollen wir eine Strecke separat bauen oder sollen wir bestehende Gleise nutzen? Ich würde eigentlich schon gerne bestehende Gleise nutzen. Was mir hier nicht so gefällt, ist, dass wir dann hier durch den Bahnhof durchfahren. Da haben wir hier ein Durchfahrtsgleis? Nein, haben wir nicht. Wir hätten einen Güterbahnhof, wo wir durch könnten. Das würde natürlich auch funktionieren, weil hier haben wir noch freie Gleise. Ja, eins. Aber wenigstens auf der richtigen Seite. Müsste man das anschließen und käme dann... Ja, dann würden wir wieder nach Seeburg reindüsen, statt darauf. Oder hier drehen, nee. Aber was wir natürlich auch machen könnten? Diese Strecke mitnutzen. Und dann hier vorne ausfädeln und dann hier lang und dann vielleicht sogar hier in die Gleise rein. Guck mal, wo führen die denn hin? Ja, schau mal nach nach Niederschöner.
Die führen aber auch nach Eggenfelden. Ja, ja, hier, die machen da die Kurve. Tach ÖBB Cat. Hat auch ein wunderbarer Zug, deswegen möchte ich den noch schnell mitnehmen. Er ist jetzt nicht gerade überzeugend schnell, aber... Ja gut, den sehen wir je nachdem natürlich dann auch noch nachher nochmal schnell. Wenn wir die Strecke so machen, wie wir es gesagt haben. Also würde für uns heißen, wir müssen hier kurz eine Umfahrung bauen. Von Radeland aus kommend hier rauf. Und dann hier, haben wir hier den Wegpunkt in der Linie drin? Da muss ich natürlich aufpassen, der muss ja trotzdem natürlich... noch funktionieren. Ach so, ich habe die Linie noch nicht gemacht. Der Wegpunkt ist von einer anderen Linie, dann kann uns das ja egal sein. Das war jetzt auch wieder eine gute Überlegung. Auch nicht schlecht. Also einmal den. Dann hier dran vorbei. Ja, mal gucken, ob wir da vielleicht sogar auch in den Tunnel reinkommen. Das ist natürlich möglich. Ne, das möchte ich schöner angedockt wissen. Sagen wir mal so. Ne, das ist ja kompletter Käse. Heisenberg, was bauen Sie denn hier? Ja, ich weiß auch nicht. Ich baue mal. Nein. Hier andocken. Jetzt. Jawohl, das war die Grundidee. Na schön, hier fahren Züge. Es ist schon nicht so, dass jetzt hier überall zu wenig Züge drauf sind, wie auch schon stand. Ich finde die Frequenz eigentlich gut. Also wir haben jetzt hier einen, da ist gerade einer ins Tunnel rein. Das ist schon okay. Gut, wo wollen wir denn hin? Nach da. Jetzt wäre es natürlich irgendwie noch stylisch. Ich bin zwar kein Freund von Tunnel, das wisst ihr, weil man die Züge nicht sieht. Aber hier irgendwie einen Berg rein und hier wieder raus. Würde das gehen? Moment. Das würde sogar gehen, guck mal. Oh, wo kommen wir da ins... Oh, das ist ja perfekt. Oh, das ist genau, wie ich es haben möchte. Ja, ich würde sagen, das machen wir doch glatt. Vielleicht nicht mit dem Portal. Das darf gerne irgendwie was Schöneres sein. So, ein bisschen was Monumentales. Die Ausrichtung ist plus minus richtig. Okay. Jetzt wäre es natürlich noch cool, wenn wir vielleicht nicht alles unter der Erde hätten. Ja, ab hier hätten wir es. Ja gut, das ist okay. Und dann hier raus. Das finde ich tatsächlich sehr nett. Okay, machen wir. Muss ich gar nicht überlegen. Jetzt haben wir hier aber noch ein zweites Gleis. Das wird eher schwierig. Wir könnten aber die Straße kappen. Beziehungsweise müssen wir natürlich jetzt mal noch gucken, da reinkommen. Das ist irgendwie auch nicht angedockt. Moment. Jetzt. Wobei, wir müssen ja nicht andocken. Wir müssen hier ins Gleis rein. Das geht eigentlich auch. Okay, kriege ich hier noch ein Dingens hin? Jawohl. Oh, das passt. Dann wäre es halt eingleisig. Ich hätte es aber schon gerne irgendwie zweigleisig. Jetzt, wo ich es verschoben habe. Ne, gut, aber das ist kein Problem. Wer braucht die Straße? Wir nicht. So, irgendwie so hier rein. Ja, passt doch. Wunderbar. Also, das ist auch kein Problem, dass wir das zweigleisig haben. Einmal in die Röhre rein. Finde ich cool. So ein bisschen unter der Stadt durch. Sehr, sehr nett. Einmal den hier zusammenschustern. Passt. Und dann sind wir hier eigentlich schon, wo wir hin wollen. Hier ist schon alles okay. Ja. Ja, das ist doch nett. Hier unten durch die... Ja, nicht durch die Stadt durch, aber hier unter dem Berg durch. Also, dann sind wir hier drin. Düsen hier lang. Und ich behaupte, da müssen wir nichts mehr bauen. Wir sind hier. Dann düsen wir hier dran vorbei. Düsen hier auch dran vorbei. Es ist eine relativ lange Strecke. Das geht nach Eggenfelden rein hier. Wäre dann dieser Bahnhof. Da gucken wir dann nachher. Das ist... Ein unfreiwilliger Kopfbahnhof. Wir könnten natürlich, wenn wir ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen fies sind. Ist natürlich Eggenfelden wahrscheinlich nicht begeistert, aber wir könnten natürlich hier die Gleise weiterziehen. Hier raus. Das wird eh wieder gebaut. Also da denke ich, das könnte man machen. Und dann wohin? Wir wollten nach... Wo wollten wir denn hin? Nach Hohenlept oder was war jetzt die Grundidee? Glaub schon. Nach Oberböser. Wollten wir nach Oberböser. Ich weiß nicht. Ist eigentlich egal, ob wir jetzt Oberböser anlaufen oder Hohenlepte. Die Städte sind sowieso verbunden. Ich würde mal Hohenlepte anlaufen. Und da wäre es doch wirklich nett. Hier einfach hinten raus. Hier durch die Stadt durch. Und dann in die Gleise oder in das Gleis. Das ist wahrscheinlich die Unilinie. Ne, doch nicht. Das ist der Güterzug. Der 1,2 Kilometer lange. Würde ich jetzt nicht in die Gleise rein. Haben wir denn da gar keine Verbindung? Kann doch nicht sein. Ach, hier rum. Ja, hier, das ist die Verbindung darauf. Mhm. Das würde uns ein bisschen, wie soll ich sagen, einen Strich durch die Rechnung machen, dahingehend, dass wir hier hinten rausgehen. Wir können es aber trotzdem machen. Machen hier den Bogen, hier unten durch und gehen hier wieder ins Gleis rein. Ja,
das machen wir. Also dann wäre aber das Ganze eigentlich fertig geplant. Bis hier oben hin. Das heißt, wir können hier eigentlich den Durchbruch sozusagen machen. Wir müssen dann halt gucken. Ja, nee, das muss ich jetzt gucken. Haben wir hier ein freies Gleis? Nein. Das heißt, wir müssen irgendwas mitnutzen. Das schwarze Gleis, das ist die Unilinie. Da können wir schon drauf. Das ist kein Problem. Was ist das hier? Der IR Non-Mist. Da können wir auch drauf. Das heißt, wir können die beiden Gleise hier im Prinzip durch die Stadt. Das ist aber kein unfreiwilliger Kopfbahnhof. Sehe ich gerade. Das ist ja interessant hier. Was ist denn das hier hin? Ist das der... Ach, hier ist... Hä, jetzt habe ich gerade ein Durcheinander. Das ist ja nicht der Güterbahnhof hier. Ist das noch Cargo? Nee. Das ist ja ganz interessant, wie das gebaut ist. Okay, hier waren wir schon länger nicht mehr. Da müssen wir aber... Dann haben wir doch hier noch freie Gleise. Ja, ja, aber mehr als freie. Hier haben wir mehr als genug freie Gleise. Wer ist das Grüne hier? Hockenheim-Eggenfelden. Okay, und hier haben wir welche noch gar nicht angeschlossen. Hier in Eggenfelden. Ich glaube, da hieß es... Genau, da stand da auch schon nichts, meine Kommentare. In Eggenfelden hast du übrigens noch Dutzende. Ja, Dutzende ist übertrieben, aber wir haben noch sehr viele Gleise frei. Absolut richtig. Ja, aber jetzt hier raus und das hier abreißen, gefällt mir nicht. Ich möchte, wenn schon, irgendwie von hier raus. Guck nochmal schnell. Hier ist halt einer drin, hier sind zwei hier drin. Was ist das hier für eine Linie? Der IR Oberböser Eggenfelden. Ja, das macht durchaus Sinn, dass wir da reingehen. Was haben wir halt wirklich das hier noch anschließen? Die beiden hier, Moment. Ja eben, das wären die beiden. Ne, das ist schon wieder was anderes. Das ist aber auch Hockenheim-Eggenfelden. Da haben wir Niederschöner Eggenfelden. Ja, das ist eigentlich alles uninteressant in dem Sinn. Also im Sinne dessen, dass uns das jetzt blockieren müsste. Können wir machen. Nochmal kurz gucken. Ja, machen wir. Wir machen das folgendermaßen. Wir nehmen dieses eine Gleis hier, das. Da müssen wir doch durch die Stadt durchkommen. Kann ich das aber schon zusammenschustern hier? Jawohl. Geht schon mal bis hier hin. Wir sind halt doch ein bisschen zu weit rechts. Versteht ihr, was ich meine? Ich möchte hier natürlich jetzt nicht die ganze Stadt demolieren. Schon gar nicht die Teile hier oben. Es wäre mir lieber gewesen, hier lang und das hier abzureißen. Aber kommt, jetzt sind wir hier. Ja, jetzt baggern wir halt mal. Dann machen wir jetzt mal Butter bei der Fische. Das heißt, ich reiße jetzt aber erstmal ab. Alles, was im Weg ist. Wie gesagt, sie werden es eh wieder pflanzen. Wir haben hier. Das muss weichen. Hier müssen wir durch. Dann weicht das hier. Ich mache mal Pause, weil die KI wird wahrscheinlich, wenn wir Pech haben, das Ganze relativ zügig wieder reparieren. Da mache ich mal Folgendes. Das hier weg. Das, das, das. So, ich weiß, für Eggenfelden eine kleinere Katastrophe, aber mein Gott, es ist die Bahn. Die muss hier durch. Jetzt können wir hier eigentlich eine Straße ziehen. So, dann kann ich nämlich das hier kappen. Das hier auch wieder. Sehr gut, ohne dass ich das hier abreiße. Und das Ganze würde ich hier glatt nochmal machen mit einem Sträßchen. So, dann ist das zwar weg, das ist aber egal. Wir müssen hier ja nur Platz haben. Ja, jetzt kommt natürlich der Bus nicht mehr auf die andere Seite. Das werden wir gleich beheben. Erst müssen wir jetzt hier mit unserem Gleis durch. Das war das hier. Genau, das geht hier dran vorbei. Kann ich hier noch andocken? Ja, finde ich eigentlich nett. Das geht auch. Hier ran. Ja, das haben wir mit zwei Gleisen hier durch. Ist natürlich auch ein bisschen die Frage hier. Ich komme nicht gerade da lang. Da muss das nochmal... Oh, ja. Ich muss nochmal eine Straße haben. Sonst muss ich da doch alles abreißen. So, aber jetzt kommen wir dran vorbei. Jetzt bin ich guter Dinge. Ja, ich habe schon... Nee, ich habe nicht. Ich brauche ein Gleis. Zwar so. Und dann irgendwie in die Richtung. Und wenn wir das jetzt zweigleisig hätten, wäre das so. Und geht dann hier nicht. Allerdings, es geht natürlich mit einer Weiche. Jawohl, das passt. Dann sind wir hier raus. Dann müssen wir hier rüber. Da reiße ich das mal noch schnell ab. Hier haben wir ein Gleis schnappen. Hier eine Kurve unten durch. Und dann da hinten in die Gleise rein. Jetzt werde ich hier nochmal die Straße kappen. Ich hoffe, ich denke dran, dass ich das... dass ich das alles irgendwie wieder reparieren muss. Was ich hier gekappt habe. Genau, dann geht das hier ran. Das wäre schon mal okay soweit. Das hier schnell mitnehmen. Unauffällig folgen. Dankeschön. Bis nachher vorne.
Und dann hier fröhlich reinzwitschern. Haben wir da eine Weiche? Nö, geht. Hier einmal so. Und einmal diesen. Jawohl, das wird auch passen. Dann sind wir nämlich in den Gleisen drin, die uns nach Hohenlebde führen. Das war ja die Idee. Genau, nicht Oberböser, sondern Hohenlebde. Das würde soweit passen. Jetzt werden wir hier mal die Straßen reparieren, die wir verdattelt haben. Also verdattelt haben wir die ja in dem Sinn nicht. Sondern das hatte durchaus einen Grund, dass wir die gehabt haben. Moment, machen wir anders. Genau, hier mal so. Und dann hier mal von hier kommend diesen. Dann passt das. Hier unten schnell gucken. Die wollten hier auch noch rüber. Da werde ich aber glatt mal eine schöne Straße draus machen. Einmal den hier, einmal den hier, einmal zack. Ja, das ist dann natürlich Überland. Dann lassen wir das. Da einmal so. Und einmal so, angeschlossen. Und in die Richtung, da wird es jetzt eher schwierig, das ist klar. Weil ich komme hier nicht... Ah, doch, guck mal, ich komme sogar rein. Ja, dann ist das auch wieder angeschlossen. Dann ist die Fehlermeldung weg. Und hier, das würde ich halt lassen, da würde ich nicht rein. Ich würde das eher so machen. Ja, gerne ein bisschen gerade. Hier mit einer Kurve. So, und dann wieder rein. Ja, das ist ja jämmerlich. Moment. Ist ja komplett von krumm nach schief. Das kriegen wir... Ne, nicht mit der Eisenbahn. Das kriegen wir jetzt aber schon irgendwie gerade hin. Also so und dann hier rein. Ja, jetzt ist es vernünftig geschwungen. Dann hätten wir hier eigentlich die Möglichkeit, nochmal was zu machen. Würde ich auch. Dann können sie nämlich hier an die Gleise ran auch nochmal was stellen. Da wird ein Gebäude entfernt. Ja, so geht's. Wird gar nichts entfernt. Also hier können sie nochmal was hinbasteln. Hier sowieso, das müsste auch gehen. Haben wir jetzt alles zurückgegeben? Man hat jetzt ein bisschen weniger... Ja, man kommt hier nicht mehr so gut drüber wie vorher. Könnte man aber mit einer Brücke natürlich noch lösen. Die Frage ist, wo? Wir kriegen hier nirgends eine Brücke hin. Hier hinten, da macht es keinen Sinn. Hier haben wir ja den Übergang. Ich kann aber wieder auf Play gehen. Das ist ja schon mal kein Problem mehr. Ja, hier haben wir eine Brücke hier rüber. Ja, weiß nicht. Von hier kommend in die Richtung. Und dann da in die Straße rein. Doch, das würde ich eigentlich, glaube ich, gerne machen. Würde heißen. Und wo habe ich jetzt gesagt? Von hier, dass wir hier rausgehen. Mal Höhe generieren. Ui, da sind wir relativ zügig auf einer Brücke. Ne, ich mache das anders. Ich mache hier mal Höhe. Andere Richtung. Und mache hier einfach mal die Brücke rüber. Okay, aber doch nicht so. So, sondern so. Würde passen. Nehmen wir irgendwas Schönes, was wir hier finden. Oh, die hier zum Beispiel mal wieder. Ja, die finde ich halt schon sehr stark. Kriege ich hier noch einen Pfeiler raus? Ja. Ist das okay so? Das ist doch völlig okay so. Gekauft. Und jetzt können wir gucken, wie wir von hier... Die Kurve hätte ich aktiviert. Wie kommen wir denn von hier jetzt hier vernünftig runter? Das geht sogar. Das, aber irgendwie, das ist ja schon eine leicht merkwürdige Kurve. Moment, kann ich hier nochmal ein Stückchen abreißen? Machen wir mal. Und dann machen wir die Kurve halt entsprechend ein bisschen früher. Bin ich beim Gleis? Jetzt bin ich wieder beim Gleis. Wenn ich irgendwie eine Straße suche, bin ich beim Gleis und umgekehrt. Halleluja. Straße. Jetzt. Danke. Jawohl. Jetzt gefällt es mir. Kommen wir da rein? Kommen wir. Wie sieht's aus? Ja, hier ist halt das Geländer ein bisschen doof, aber das liegt halt an der Brücke. Das wird nicht anders gehen. Oder dass wir hier halt vielleicht eine andere Brücke haben, sieht das komisch aus. Damm. Schade, guck mal hier. Oh, das wäre aber Damm wäre halt so falsch nicht. Muss das ein bisschen hier lang ziehen? Oder wir machen das nochmal gerade. Es sieht halt einfach besser aus. So, und dann den Damm. Jetzt kriege ich keinen Damm mehr hin. Haben wir hier schon... Oh. Ja, das, so sieht's aus, wenn der Heiß eine Brücke baut. Eieiei. Nochmal. Also in echt hätte ich jetzt gesagt. Oder gemeint. Nicht hier im Spiel. Im Spiel auch manchmal. Ich bin schon wieder beim Gleis. Heisenberg, Konzentration. Wie gesagt, ich bin nicht hundertprozentig fit, aber das muss ich jetzt ja nicht auf den Brückenbau auswirken. Das ja wohl nicht wahr. Ja, einmal. So. Und jetzt aber gerade, weil sonst das Geländer drin hängt. Das wäre so. Jetzt hängt gar nichts mehr drin. Und jetzt müsste ich doch von hier aus den Damm machen können. Wir schauen gleich, ob das... Nee, das ist ja ein Käse. Aber den Damm müsste ich machen können.
Irgendwie so, dann runter. Dann Kollege Damm. Ja, finde ich in Ordnung. Können wir so machen. Und von hier geht's da vorne rein. Da müssen wir nicht mal irgendwelche Häuser schreddern. Sehr gut. Passt. Die eine Abfahrt haben wir. Und die andere kriegen wir gleich. Ja, wenn man die Brücke ein bisschen strecken kann, man sieht's, dann sind die Geländer nicht so komisch. Das würde eigentlich funktionieren. Mal so. Das müsste auch funktionieren. Ist im Endeffekt, wie soll ich sagen, auch nur eine Brücke. Die wir jetzt in dem Sinne nicht groß brauchen. Aber ich finde, sie steht dem Bahnhof relativ gut. Also ja, das belebt auch das Bild dann eh schon wieder, statt dass sie einfach nur weiß ist. Von daher denke ich mal, das ist okay. Gut, liebe Freunde. Die Strecke bzw. den Zug, den gibt es natürlich morgen. Aber guck mal hier, was hier alles an Zügen unterwegs ist. Also langsam gefällt es mir wirklich. Ich danke euch fürs Zusehen. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.